Hallo. 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 Hi. Wer bist du? Ich bin Georg Alexander Dozenko oder kurz gesagt GAD. GAD, okay. Ja. Sag mal, wer hat dich so gestylt? Ich mich selber, weil ich arbeite als Mediendesigner. Mhm. Als Mediendesigner? Genau. Zum Beispiel diese Schuhe hier. Die sind von mir selber gemacht, die Mozart-Schuhe. Wow, cool. Habe ich selber designt. Die Schuhe sind unglaublich. Ja, danke. Mozart-Schuhe. Ich kenne nur die Mozart-Kugeln. Ja. Sind auch gut. Ich habe auch ein selbstdesigntes T-Shirt für dich, Tobi. Wirklich? Oh. Ja. Wow. Lass mal sehen. Es ist weiß, aber es ist mit meinem Logo drauf. Ach so. Wow. Ich habe jetzt gedacht, es ist ganz bunt. Nein, es ist ganz simpel. Minimalistisch. Ah, wie cool. Das ist toll. Wie cool ist das denn? Nett von dir. Danke. Was singst du für uns? Ich singe heute von Elvis Presley, Blue Suede Shoes. Und dann möchte ich von Rammstein was singen. Ja, Crazy Kombi, I know. Ja. Und als letztes Lied möchte ich dann von Mozart was singen. Und zwar die Zauberflöte, die Figur Sarastro. Dann lassen wir uns überraschen. Du hast dir drei durchaus sehr erfolgreiche Acts ausgesucht. Toi, toi, toi. Es wird laut werden, glaube ich. Ich weiß es nicht. Immer ein bisschen nach hinten. Wir sind mehr nervös als er, immer so. Mama, mein Puls 140. Well, it's one for the money, two for the show. Free, get ready, go, can't go, but don't you stop on my blue sweat shoes. Well, they can do anything. Well, it's one for the morning, two for the show, three guys ready to go, 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 potential. Stop a moment for shows. Okay. Okay. Hey, hey, hey. Rammstein. Bring uns Rammstein. Rammstein? Ja, komm, Rammstein. Das hören wir uns auch noch an. Wenn wir gerne noch mal ein Nummer hören. War das mit dem Telefon? Das mit dem Handy, das war eigentlich so, dass ich auf moderner Priester mache. Ja. Weil Sarastro war ja ein Heiliger, der quasi die Macht dazu hat, mit den Göttern zu reden. Und jetzt kann der Priester ganz cool die Götter auf gechillt anrufen. Okay. Auf gechillt. Okay. Okay.
manchmal kann man sehr viele Sachen, so Jack of all trades and master of none. Also mit der klassischen Musik, das hat mich ein bisschen bezaubert, das fand ich schön. Ja. Elvis Presley war für mich ein bisschen nicht authentisch. Also du könntest schon deine eigene Show machen und ein bisschen von da, von da, von da. Für DSDS brauchen wir jemanden, der eine Sache richtig, richtig gut macht. So für mich am meisten authentisch hat angefühlt das klassische Teil. Es hat sich gut angehört. Es ist sehr viel Entertainment bei dir, weil du willst gerne alles machen. Aber für mich musst du da doch dich selber auch ein bisschen begrenzen, sodass du besser wirst in ein Ding und nicht, wie du sagst, Jack of all trades, ein bisschen gut in alles. Ja. Yeah. Also ich presche jetzt mal vor, Georg, du bist ein Künstler durch und durch. Was feststeht? Singen kannst du. Du müsstest dich für einen Weg entscheiden und auf den dann auch setzen. Ich gebe dir jetzt mal ein Ja. Für mich ein Nein für DSDS, ein Ja für eine sehr individuelle Karriere. Okay. Gut. Ich finde es echt schwierig. Ich denke für DSDS. Zweimal ja, bis zum Recall. Hier ist dein Recall-Ticket. Er muss sich fokussieren, er muss sich mehr spezialisieren auf ein Ding. Weil alles ein bisschen können, macht kein Superstar. Trotzdem ab in den Recall. Am Ende der Sendung muss Alexander zeigen, wo sein musikalischer Fokus liegt. Es geht wieder los. Wir suchen Deutschlands neuen Superstar. Die neuen Folgen findet ihr jetzt auf RTL Plus und auf unserem YouTube-Kanal. Viel Spaß beim Stöbern und Zuhören.